Das Genehmigungsverfahren. Um das Genehmigungsverfahren nutzen zu können, benötigen wir zuerst eine Information, wer der Genehmiger sein soll, damit wir diesem die Funktion freischalten können. Grundsätzlich benötigen alle Personen einer Firma, die den Genehmigungsprozess durchlaufen sollen, Zugangsdaten zum Onlineshop. Nach der Freischaltung kann der Genehmiger am Kundenkonto die Punkte Aufträge bestätigen und Genehmiger verwalten sehen. Unter Genehmiger verwalten kann der von uns festgelegte Genehmiger nun beliebig viele Mitarbeiter mit einem entsprechenden Budget hinterlegen. Dazu wählt er hier den entsprechenden Mitarbeiter aus. Hier werden nur Mitarbeiter mit Zugangsdaten zum Onlineshop angezeigt. Anschließend gibt er das gewünschte Budget ein. Gibt er hier zum Beispiel 0 Euro ein, erhält der Genehmiger alle Bestellungen, die Herr Mustermann ausgelöst hat. Wenn er zum Beispiel 50 Euro einträgt, kann Herr Mustermann alle Bestellungen bis 50 Euro eigenständig ohne Genehmigung auslösen. Und Bestellungen über 50 Euro erhält erst wieder der Genehmiger zur Prüfung und Freigabe. Bei der Budgeteingabe muss bitte beachtet werden, dass ausschließlich die Zahl eingegeben wird, also ohne Komma, da es sonst zu einem technischen Erkennungsfehler kommen kann. Sobald auf Anlegen geklickt wurde, erscheint in der oberen Ansicht der hinterlegte Mitarbeiter. Unter Aufträge bestätigen sieht der Genehmiger die von seinen Mitarbeitern ausgelösten Bestellungen. Nach Auswahl der Bestellung sieht er die Auftragdetails. Nun hat er die Möglichkeit, die Bestellungen zu seinem Warenkorb hinzuzufügen, die Bestellung zu bestätigen oder sie mit einer Bemerkung abzulehnen. Wichtig: Der Genehmiger muss proaktiv in sein Kundenkonto einsehen, um zu sehen, ob er Bestellungen zu Genehmigungen vorliegen hat. Er bekommt keine E-Mail.